Ei Gude und herzlich willkommen von der Casa Erika oder wie man hier sagt, Ola. Ich habe heute hier die Erika bei mir. Hallo Erika. Hallo. Und zwar, wo fange ich an? Ich war schon mal vor ein paar Jahren hier und wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja meine Frau in Spanien kennengelernt und das war genau hier. Und deswegen habe ich euch gedacht, ich stelle euch den Ort einfach mal vor, zumindest, weil es auch ein ziemlich cooles Con-Flair hier hat. Es gibt einen Haufen verschiedene Räume. Und ja, das wollte ich euch einfach mal vorstellen. Wie viele Zimmer habt ihr denn jetzt hier? Wir haben insgesamt 15 Zimmer. Also Apartments, aufgeteilt in Finca und also mehrere kleinere und größere Apartments, also insgesamt 30 Betten. 30 Betten, also da kriegt man schon einige Runden zusammen. Wie lange gibt es die Casa Erika jetzt schon ungefähr? Seit 2000, fast 20 Jahre. Fast, ja, nächstes Jahr genau, 20 Jahre gibt es großes Jubiläum. Sehr cool, ja. Und ihr habt ja Gäste, ich sag mal so, aus allen Herrenländern oder gibt es da eher eine bestimmte Zielgruppe, die öfter bei euch vorbeikommt? Eher Deutsche oder eher Spanier? Wir haben Gäste aus allen Ländern, also Europäer natürlich, also Deutsche, Spanier, Schweizer, Belgier, Luxemburger, aber sogar aus Übersee, weil wir ja teilweise, man kann also uns buchen über Booking.com, wir haben schon Kanadier gehabt, Japaner gehabt, also alles Mögliche. Das ist ja super. Und na, du kommst ja eigentlich aus Deutschland, ne? Wie kommt man da drauf, in Spanien eine Finca zu machen, kaufen und da Ferienwohnungen draus zu machen? Ja, das ist nämlich so, also das liegt also an meinem Mann. Er hat ne, so ein Hobby, wollte sich irgendwie selbst verwirklichen. Und in Deutschland ist man natürlich total angebunden an irgendwelche Regeln und hier ist alles noch so ein bisschen freier. Und wir wollten hier eine Anlage kaufen, wo er wirklich tatsächlich also selber noch was planen konnte, bauen konnte, umbauen konnte. Und durch Zufall haben wir diese Finca gefunden und das war dann genau das Richtige. Das ist ja super. Und weil er dachte, Casa Reinhold hört sich seltsam an, hat er eben den Namen, ihr den Namen Casa Erika gegeben. Das mit dem Namen war nämlich so gewesen, was in Spanien gut klingt, das haben die Kinder beschlossen. Also ich wollte ursprünglich auch irgendwie einen Vornamen von einer Tochter nehmen oder von beiden zusammengemischt. Und dann haben die Mädchen ihre ganze Freunde befragt und fanden, also Erika klingt am besten, ist eigentlich angeblich total populär hier in Spanien. Und deswegen haben die beschlossen, den Namen so zu geben. Und dann habe ich gesagt, naja, dann ist ja egal. Dann heißt die Finca eben so und das klingt ganz gut. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Und wie bewirtschaftet ihr das jetzt? Also du bist ja nicht das ganze Jahr hier, oder? Nein, ich komme also nur, weil ich ja selber noch berufstätig bin. Das heißt, ich komme nur, wenn ich Urlaub habe. Und Reinhold ist also überwiegend hier, also sehr, sehr viel hier. Und mittlerweile sind unsere Töchter hier ganz viel, weil die ja ihre eigenen Reisen hier anbieten. Die sind ja sozusagen Reiseveranstalterinnen geworden. Das heißt, hier liegt der Chef noch selbst halt an. Der Chef muss immer dabei sein, der muss also voll die Übersicht haben. Er liebt ja das Objekt, das ist ja, das hat er ja selber hier entworfen und gebaut und er hängt natürlich an dieser Finca. Ja, das ist natürlich ganz klar. Erzähl mal ganz kurz, wo sind wir jetzt hier? Im Hintergrund sieht man jetzt zwar ein paar schöne Berge, was ihr aber nicht seht, ist genau die andere Seite. Da kann man ziemlich nah aufs Meer gucken. Also wie gesagt, wir sind hier in Spanien, aber wo denn genau? Also, wir sind jetzt hier ganz genau zwischen zwei großen Orten. Der eine große Ort heißt Torre del Mar und der andere Benacharafe. Wir sind so auf dem Berge dazwischen, so ein bisschen auf dem Campo. Und so wie wir jetzt sitzen, gucken wir direkt aufs Meer. Wir sind auf einer der mittleren Terrassen. Und hier ist auch so ein bisschen windgeschützt. Hier kann man sogar im Winter liegen. Also, super Lage. Also für die Nicht-Spanier, Campo heißt auf dem Land. So viel habe ich mich schon schlau gemacht. Und das ist eigentlich auch genau das Flair. Man hört jetzt, wenn ich mal gerade höre, im Hintergrund nichts. Ein paar Zikaden tun hinter euch irgendwie Musik machen, aber man hört halt keine großen Straßen und nichts. Jetzt, wie ist denn jetzt die Anbindung hier? Wie weit sind wir da zum Beispiel vom nächsten Flughafen weg? Wir sind ungefähr 40 Kilometer vom nächsten Flughafen. Der Flughafen ist Malaga und man kann aus vielen Städten direkt fliegen, von Deutschland zumindest, oder mit Umsteigen in der Schweiz oder in München, sei es kein Problem. Also zum Beispiel ich bin direkt vom Flughafen Frankfurt-Hahn, dem Weltflughafen, den man ja auf jeden Fall kennt, hierher geflogen nach Malaga und ja, da gibt es halt ja, Mietwagen kann man sich ja nehmen und ja, direkt hier
Ja, das war ziemlich angenehm. Es gibt hinter uns, ihr seht jetzt auch wieder den Pool. Den fand ich sehr, sehr schön. Der Chef hier ist ein großer Fan vom Grillen, habe ich mir sagen lassen. Es gibt mehrere Grills hier, auch einen Smoker. Es gibt einen Pizzaofen, da gibt es heute Abend Pizza, da freue ich mich schon sehr drauf. Und heute Abend gibt es Pizza, die macht der Chef auch selbst. Ja, also er war ja überhaupt der Entwerfer von diesem Ofen und da ist er auch ganz stolz drauf und der Ofen ist super und das ist also Tradition, einmal in der Woche Pizzaabend zu machen und er schiebt auch gerne mal die Pizza rein und raus, das geht auch ganz schnell. Ja, also heute ist Pizza, ja. Das ist jetzt untypisch für Spanien im Pizzaabend. Gibt es denn auch ein Paella-Abend? Paella-Abend kann man auch machen, hin und wieder mal, wenn Freunde kommen, dann machen wir auch mal Paella. Auch mal also im Ofen teilweise oder offen. Also wir haben da so einen Behälter, wo man das offen in einem großen Topf machen kann. Also natürlich nur, wenn mehrere Leute da sind, sonst ist das natürlich nicht so interessant. Das heißt, es wird eigentlich rund um alles so getan, dass der Gast sich wohlfühlt, muss man ja mal ehrlich sagen. Ja, also ich glaube, die Gäste fühlen sich richtig wohl. Das ist so. Ja, kann ich bestätigen, Die wollen auch nicht definitiv. nach Hause. Das kann ich auch bestätigen, ja. Gut, ja, ich denke, dann haben wir alles. Wir genießen jetzt noch ein bisschen das schöne Wetter abends. Wir essen jetzt noch eine schöne Pizza und man muss ja ehrlich sagen, die meisten Leute kommen ja im Sommer nach Spanien, um so 14 Tage Strand und Braten zu machen. Das ist ja jetzt weniger mein Ding. Ich bin eher so der mittelwarmes Wetter. Wir hatten jetzt heute 28 Grad. Das ist bei mir so die Grenze. Eigentlich heißt ja, man hat hier auf der Casa Erika quasi für jeden was. Im Sommer für die Sonnenanbeter am Strand. Ja, im Sommer natürlich für die Sonnenanbeter oder die jetzt die Kinder haben, die müssen natürlich in den Ferienzeiten kommen. Ansonsten im November eine perfekte Saison. Man kann sogar noch baden, also die Spanier zwar nicht, aber wir baden da schon mal. Und die Sonne ist so angenehm und ab Februar kann man auf der Terrasse liegen und diese Kuschelsonne genießen. Also hier ist dann schon richtig Frühling und alles blüht hier. Also für diejenigen, die keine Hitze mögen, sind das die perfekten Monate. Ja, wunderbar. Das heißt, für jeden Mann irgendwas vom Jahr dabei. Richtig. Ja, für die Rollenspieler als Info, es gibt hier drei abgedeckte Terrassen. Das heißt, selbst im Sommer muss man nicht in der brütenden Sonne sitzen oder auch nicht im Zimmer. Da lässt sich auf jeden Fall was finden. Und ja, dann auf jeden Fall mal vielen Dank und wir genießen jetzt den Abend weiter. Wenn ihr das auch genießen wollt, dann müsst ihr halt einfach mal vorbeikommen. Ansonsten fragt bei mir an. Danke dir, Erika. Ja, gerne, gerne, gerne. Ciao, bis zum nächsten Mal. So, da steht unser Auto vor der Casa Erika und jetzt nehme ich euch mal mit eine Rooming-Tour oder Videotour durch die Casa Erika. Hier gehen wir dann auf das hintere Gate zu, weil wir hinten geparkt haben. Und da ist schon der beste Freund der Casa Erika, Alpha. So, nein, Alpha, du darfst nicht raus. Du darfst nicht raus hier. Komm mit, kommst aufs Video. Hier ist die große Terrasse, die hinter dem Gebäude namens Finca steht. Da kann man abends gemütlich sitzen. Hier ist jede Menge Platz. Hier stehen auch schon Tische. Der Besitzer, der Reinhold, sagte, es gibt noch wesentlich viel mehr Tische. Also Tische und Bänke und Stühle organisieren ist kein Problem. Bis fast 100 Leute. Dann machen wir mal einen Schwenk. Neben dem Balkon, wo der Pizzaofen steht, wo wir gestern Abend Pizza gebacken haben, die echt super gut war. Und dann laufen wir jetzt mal außen rum, denn und vorne sind noch Reinigungsarbeiten. Gehen wir seitlich am Haus hoch, wie man hier sieht. Klimaanlage, Klimaanlage, Klimaanlage. Jedes einzelne Zimmer ist mit Klimaanlagen versehen. Hier ist jetzt der hintere Pavillon, wo man dann auch abends nochmal Gartenfeten oder sowas machen kann. Allerdings ist der jetzt, weil hier Yoga-Damen sind mit Kühlschränken, die Damen sind nämlich Veganer, versehen. So, jetzt kommen wir hinten ums Haupthaus drumherum. Ich schaue jetzt mal gerade in das Zimmer rein, ob da schon Gepäck von Menschen steht. Wenn ja, gehe ich da nämlich jetzt nicht rein. Stehen ein paar Schuhe. Ich leuchte jetzt mal kurz rein, dass man das mal so sieht. Geht mit einer Einbauküche los. Das sind alles Apartments. Und die Eins hat jetzt zum Beispiel ein schönes Bad hier, komplett in Holz gehalten, mit Dusche und WC. Ja, da liegt schon Zeug. Ein Beispiel für ein Schlafzimmer. Alle oder fast alle Zimmer sind Zwei-Bettzimmer. Das heißt, entweder mit einem Kumpel, mit dem man sich gut versteht, oder mit der Partnerin, dem Partner.
ein Bett teilen, aber es gibt natürlich auch Zimmer mit Einzelzimmer, wo ein Bett, wo zwei Betten, zwei Einzelbetten in einem Zimmer stehen. So, jetzt kommen wir hinten, vorne Richtung Hauptbereich. Alpha ist immer mit dabei. Gut, wir gehen jetzt mal in Wohnung Nummer 3 rein. Vorne haben wir die 1 gesehen. Wir sind alle ähnlich, aber auch nicht alle ganz gleich. Deswegen laufen wir jetzt einfach ein paar ab. Die 3 kenne ich ziemlich gut, weil in der 2 war ich damals drin, vor 6 Jahren. Ich laufe jetzt mal hier rein. Ich hoffe, ich mache keine dreckigen Abdrücke mit meinem Schuh. Das wäre unschön. Die Damen haben nämlich alles schön geputzt hier. Ja, also wenn man jetzt hier die Tür reinkommt, einen kleinen Frühstücks-Ess-Schreibtisch, eine Ecke mit Schränken, kleinen Fernseher, ein Sofa, das, was man noch zusätzlich zur Schlafcouch ausklappen kann. Eine eigene schöne Küche, auch wieder Holz gehalten, eigener großer Kühlschrank, Gasherd, zwei Bettzimmer, Ventilator an der Decke, Klimaanlage hier über dem Fenster und hier nochmal ein Bad, auch schön Holz gehalten. Mir gefallen die Möbel sehr, sehr gut, einfach weil der Rainer die selbst gemacht hat. Ich liebe Handarbeit. So sehen im Prinzip alle Zimmer aus. Hier ist nochmal Alpha, der beste Hund der Welt. Wir gehen jetzt nochmal runter in die kleineren Zimmer. Nicht alle sind so super groß, geräumige Apartmentzimmer. So, jetzt gehen wir von oben hier runter Richtung Pool. Hier wird noch von den Damen gereinigt. Die letzten Gäste sind heute Morgen abgereist. Alle 11 Zimmer waren belegt und die haben in absoluter Windeseile alle Zimmer sauber gemacht. Ich drehe mich jetzt hier nochmal rum, dass man den schönen Pool nochmal sieht. Alpha ist immer mit dabei. Finde ich super cool. Einfach so als Goodie für die Gäste, dass die auch was. Dass die Spaß an der Sache haben. So, jetzt gehen wir in die kleineren Apartments 7, 8 und 9. Gehen wir jetzt mal vorne in Apartment 7 rein. Hat man hier an der Seite eine Küche mit zwei Platten nur. Trotzdem Kühlschrank mit drin. Hier ein Esstisch, Schrank, Bett, Kleiderschrank, WC. Ist im Prinzip auch ein Zweimannbett oder ein großes Einmannbett. Da muss man dann nochmal drüber schauen. Drehen wir uns nochmal raus. Gehen den Gang runter Richtung 8. Schaue ich mal rein. Ist das gleiche wie die 7. Ein Zimmer, Zimmer, nennt man das so. Die 9 ist auch sowas. Nur, dass hier noch ein cooler Raumteiler drin steht. Und jetzt sieht man hier den Unterschied. Hier sind zwei Einpersonenbetten drin. Und hier in die 10 ist ein Zwei-Personen-Bett drin. Alles sehr schön komfortabel eingerichtet, gefällt mir persönlich sehr gut. Warum jetzt hier ein Schrank auf dem Flur steht, ich gucke da jetzt mal rein. Moment. Der ist leer. Der Schrank auf dem Flur ist leer. Schauen wir hier aus dem Fenster raus. Da steht unser Leihwagen. Die schöne andalusische Landschaft. Hier sind auch so schöne Liegen vorne am Pool. Ja, da liegen jetzt ein paar Blätter drauf. Von dem was auch immer, Strauch, das drüber blüht, das bleibt einfach nicht aus. Aber im Prinzip ja, ist Reinhold und sein Team immer sehr bemüht, hier alles aufzuräumen, sauber zu halten. Und Alpha passt auch auf, dass das alles so geschieht. Geil, Alpha. Jetzt gehen wir vorne noch mal in eines der größeren Zimmer rein und dann danach runter in den Keller. Weil der Dungeon ist ja immer das Interessanteste an dem Objekt. Das ist jetzt das Zimmer Nummer 6. Was ich persönlich sehr gern mag. Einfach weil die Küche so fest eingebaut ist, einen ziemlich coolen Mosaikstil hat und weil sie, glaube ich, als einziges Zimmer, müsste ich jetzt nicht lügen, eine Geschirrspülmaschine hat. So eine coole Sofaecke hier an der Seite. Hier mit einem Zimmer mit zwei Einzelbetten. Hier ein Zimmer mit einem Doppelbett. Also da könnte man Rollenspiel-WG machen. Eine alte Nähmaschine von Naumann, die zum Tisch umgebaut wurde. Und tada, das Bad, was ziemlich cool, alter ist das Fett. Ja, also da kann man überhaupt nicht meckern mit eingebautem Föhn, wie es für Hotels Standard ist. Das muss man ihm lassen. Hier schöner Glas-Esstisch, Fernseher.
Und ja, ganz klar, nur damit ihr es seht, Klimaanlage. Egal, großes Zimmer, kleines Zimmer, Zwei-Bettzimmer, Vier-Bettzimmer, oben gibt es ein Sechs-Bettzimmer. Oder die Finca, sind drei separate Schlafräume mit je einem Doppelbett drin. Alles hat eine Klimaanlage. Hier ist so eine coole Sitzecke, auch wunderbar für eine große Rollenspielrunde abends. Ein ziemlich, naja, nicht ganz Cthulhuide, aber zumindest ein bisschen Cthulhuide vielleicht. Ja, mit zwei kleinen Engeln, könnte auch Richtung Demon sein. Wasserhahn. So, jetzt geht's ab in den Dungeon. Der Dungeon Master. Dann gehe ich mal so mit euch runter in den Keller. Hoffe, dass das Restlicht hier reicht oder ich unten einen Lichtschalter finde. Eine riesige Bar. Hier im Rücken hier ist diese wirklich für mich ziemlich kusuride Statue, die ich fotografiert habe. Ja, eine riesige Bar. Da ist sogar ein Kaminofen an der Wand. Und hier ist halt richtig, richtig, richtig viel Platz drin. Hier sind nochmal Kühlschränke, eine Gefriertruhe. Ja, in alter Tradition, immer wenn wir hier sind, macht meine Frau dem Besitzer, dem Reinhold, kübelweise Borsch und Pelmeni und so weiter, also Essen, was man einfrieren kann. Und falls es mir wieder einen Vortrag geben soll oder umfreund mal wieder sein Quiz machen will, hier gibt es auch einen Beamer, den man aufstellen kann. Ein Fake-Fass als Spiegelhalterung. Also selbst wenn im April das Wetter hier in Spanien, was ich nicht glaube, dass es beschissen wird, also regnen könnte es, aber kalt wird es auf jeden Fall nicht, weil es ist ja Spanien. Hier haben sie selbst im Winter tagsüber noch 16 Grad, 17 Grad. So, jetzt gehen wir wieder raus. Gutes Wetter macht gerade vorne sauber und da sieht man den ersten Kamin. Das heißt, hier gibt es mehrere Möglichkeiten, abends zu grillen. Jetzt gehen wir nochmal in den Zwischenbereich, sag ich mal, wo man in die einzelnen Zimmer kommt und auch in die Hauptfinca reinkommt. Ja, da filme ich jetzt nicht, da sind jetzt noch Gäste drin. Also dieser Hauptraum, genannt Finca, hat, ich gehe da nach oben und nehme euch einfach mal so mit. Gut, den Rest babbel ich jetzt einfach so frei in die Kamera. Der Hauptraum, genannt Finca, früher hieß es, glaube ich, Villa, fand er dann zu Proll, deswegen hat er den Finca umbenannt. Hat drei große Doppelbettschlafzimmer, eine richtig große Küche mit einem richtig fetten Herd. Da habe ich heute im Übrigen Käsekuchen drin gemacht. Ah, genau. Wir gehen jetzt mal in die Massage Area. Da ist während der Yoga-Zeit werden hier Massagen gemacht. Alpha sagt gerade, es ist sein Territorium. Wer auch immer du bist, verpiss dich. Hier werden mit Yogakursen sind Massagen gemacht. Da steht hier ein großer Massagetisch. Ansonsten gibt es hier extrem viele von diesen selbstgebauten Liegen vom Reinhold. Ich mag es einfach, weil alles selbst gebaut ist. Ganz einfache Konstruktion. Stellt man so auf, rastet ein. Da kann man sich einfach in die Sonne flezen oder hinsetzen. Und dann, Achtung, unter leichtem Schatten oder wenn das einem zu Mainstream ist, in Schatten, sich unten in die pralle Sonne reinpurzeln und Sonne tanken. Und mal von oben hier das ganze Areal. Ein Haufen Liegemöglichkeiten für die Leute, die mal chillen wollen. Aber auch hier oben wieder eine kleine Sitzgruppe, da unten eine Sitzgruppe. Könnte im Liegen spielen. Gibt es einiges an Möglichkeiten. Hier nochmal ein Schwenk um die Umgebung. Also es gibt Nachbarschaft, aber die sind weiter weg. Ja, hier gibt es keinen Hausmeister, der sagt, ich will abends ab 10 meine Ruhe haben. Und Reinhold ist leidenschaftlicher Griller und schmeißt gern mal den Grill an. Also der Pizzaabend am Freitagabend ist auf jeden Fall obligatorisch. Der wird auf jeden Fall durchgezogen. Und ich habe mal noch mit ihm einen Flammkuchenabend verhandelt, wenn da Leute drauf Bock haben. Und es gibt halt mehrere Grillabende auf jeden Fall. Er hat einen großen Smoker, der sagt, da sind 30 Leute kein Problem. Wir haben da schon gute Ideen für die Versorgung. Aber wie gesagt, das klären wir nochmal, ob wir sagen, wir machen All-Inclusive. Zumindest was Essen angeht, was sich natürlich auf den Preis ausschlägt. Oder dass die Leute sagen, nee, okay, dann kaufe ich mir lieber ein Brötchen und ein Stück Käse und schaue, dass ich selbst meinen Mampf mache. Das muss man halt einfach alles mal schauen. Wie gesagt, je mehr man weglässt, desto günstiger wird es im Komplettpaket. Und je mehr man dabei holt, sprich Essen oder vielleicht sogar Getränke, obwohl ich das ziemlich schwierig finde, zu sagen, ich mache Getränke für ein Date und dann will jemand hier, weiß ich nicht, sich eine Cola-Pipeline legen und säuft da 10 Flaschen am Tag. Es muss ja auch irgendwie so sein, dass wir da
nicht drauflegen. Nur mal gucken. Das ist alles noch grüne Wieseplanung. Wie gesagt, ich muss erst nochmal von Admins vom Pol reden, was die dazu sagen. Ob die da mitmachen wollen, ob ich es allein vorschlage. Ob meine Helfer, die ich jetzt zum Helfen gefragt habe, sagen, ja, ist okay oder nee, ich will nicht. Die Idee kam mir erst vorgestern. Aber jo, so viel mal die Tour und die Idee für eine Spanien-Urlaubscon hier auf der Casa Erika. Und ja, was soll ich sagen? Das war der Rundgang in der Casa Erika. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mir gefällt das Gelände ziemlich cool. Meiner Meinung nach ist es für eine Rollenspiel-Con eine kleine, klar, aber sehr gut geeignet. Schauen wir mal, was draus wird. Anstreben tun wir Ende April 2020. Ich werde auf jeden Fall nochmal mit den Admins vom Nerdpol sprechen und ein paar Helfer organisieren, die mit mir ein bisschen vorher anrücken, um zu helfen. Aber ich finde die Idee super gut. Die Preise, Zimmer sind gar nicht teuer. Man kann so im Schnitt rechnen 30 Euro pro Nase und Nacht. Das ist ja nicht viel teurer als deutsche Jugendherberge. Also auf jeden Fall günstiger als jedes deutsche Ibis, das ich kenne. Die fangen so auf 35, 40 an. Da ist dann Frühstück mit dabei, klar, da muss man hier nochmal gucken, ob wir uns selbst verpflegen wollen oder ob wir Essen mitbuchen wollen. Meine Frau würde sich auch bereit erklären zu kochen, also für Kochen bezahlen wir dann nur das Essen dazu, wirklich, sonst nicht die Arbeit. Aber wie gesagt, das erklären wir alles nochmal im Einzelnen. Ich schreibe da ein Thread auf dem Nordpol und so weiter und so fort. Da bin ich auch gerne froh über euer Feedback, wie ihr das seht. Aber ja. Soweit erstmal von der Casa Erika, von der Vorstellung, von der Con-Idee und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.